Greetings, User. Umpire hier. So, der zweite Scan ist durch. 13 Minuten, 17 Sekunden hat es gedauert. Jetzt sieht man hier nicht nur, was er gefunden hat, sondern was er auch getan hat. Er hat einen Needed ROM gefixt. Er hat ein Wrong Name gefixt. Also eine Datei, die nicht benötigt worden ist, hat er rausgelöscht. Er hat einen Namen geändert. Das ist schon wieder spannend, weil er hat mir. Achso, die Sachen, die er hinzufügt, die tauchen hier nicht auf. Jetzt kann, wenn man auf OK klickt, sagt wieder Logfile, steht der alte Name noch, geht man einfach wieder auf Save. In dem Moment ist die alte Logdatei ersetzt worden. Was kann ich eigentlich mit diesen Logdateien tun? Naja, diese Logdateien dienen dazu, Dinge dann zu finden, weil hier drin steht, was man benötigt. Also jetzt kann man hier im Internet irgendwo nach dem Mameset 005 suchen und hoffen, dass man es auf irgendeiner Seite, Webseite zum Download findet und dann kann man es in Mame einbinden. Die Dinger, die er gefunden hat, eben beim Scan. Windows Folderanzeige. Nur zur Vollständigkeit halber, hier war genau dieses Ding, er möchte etwas adden, was er gefunden hat, in einem anderen ROM. Wo aber das ROM, was in dem Zielfile benötigt wird, das gleiche ist. Dann tut er das adden. Dann kann er das adden. Das hat er dreimal gesagt. Do you want to add the missing ROM? Und da habe ich natürlich dreimal gesagt, ja. Nur einmal, um zu sehen, was er jetzt bei diesem Initialscan alles findet. Es ist wie bei all den anderen Scans vorher. Spätestens nach dem zweiten Mal sagt man eigentlich, ja, ich vertraue ihm, was er tut, und sagt yes to all. Das muss man für jeden Hinweis mindestens einmal tun. Also mindestens einmal für jeden Missing, für jeden Case, für jedes Unneeded, für jeden Name. Also man muss mindestens viermal klicken, damit er das automatisch weitermacht. Der Scan bleibt so lange stehen von ClearMime Pro, bis ich auf Yes to All, Yes, No oder No to All geklickt habe. Sonst bleibt der Scan stehen. So, das war jetzt dann schon der Punkt, wo man in MAME hingehen muss. Und einfach mal F5 drückt. Dann läuft wieder eine neue Game Search. Dann liest MAME aber die Dinge neu ein, die er in dem Ordner, in den Ordnern CHD, ROMs und Samples findet. Während im Hintergrund das Update läuft, noch ein weiterer Tipp. Es bietet sich natürlich an, wenn man noch nichts mit Softwarelisten macht, den Ordner etwas umzustrukturieren, dass man sagt, okay, das waren die jetzt von 204, dass man das erstmal da reinkopiert für einen eventuellen späteren Gebrauch. Der Gebrauch von Softwarelisten und ClearMime Pro. Es ist eine Sisyphusarbeit, wenn man für alle Softwarelisten das machen möchte, was ich nun an einem Beispiel zeige, was man machen muss, wo man gar nicht drum herkommt. Wie schon erwähnt, gibt es in dem Ordner MAME-UI den Ordner Hash. Hier sind die Dateien drin, wo die Informationen für die ROMs drin stehen für das jeweilige System. Nehmen wir den Atari 2600. Das ist eine XML-Datei, die kann man Windows intern öffnen. Man kann das natürlich für alle möglichen Sachen dann einstellen, wie man es gerne hätte. Und hier steht jetzt alles drin, was die Anwendung braucht, damit das funktioniert. Atari 2600 Cartridges, A26200, was es ist für ein Spiel, Homebrew, Publisher, Infoname. So sieht eine XML-Datei von innen aus. Das ist viel, viel Schreib- und Sisyphusarbeit von denen gewesen, die das gemacht haben. Und oder dann ein Tool entwickelt haben, um das auszulesen, damit es in dieser XML-Datei sich widerspiegelt. Wenn ich jetzt sage, ich habe den Ordner Software Lists, hier ist auch der Hash-Ordner drin. Das ist inhaltlich derselbe wie der aus dem eigentlichen MAME-UI. Da muss ich natürlich hingehen und muss feststellen, aha, es gibt einen Ordner, der heißt BBC-ROM. Und spannenderweise gibt es auch eine XML-Datei, die so heißt. Das heißt,
Der Inhalt des Ordners bbc-rom unter dem Software-List ist mit dieser XML aus dem Hash-Ordner gegenzuprüfen. Das funktioniert recht trivial. Man macht den Profiler auf. Nur mal hier als kleine Information noch zu dem MAME-Scan von eben. Jetzt, wo er gescannt worden ist, sieht man, was er gemacht hat und was fehlt, was funktioniert und und. Das BBC-ROM kann ich dann einfach nehmen und kann es per Drag and Drop rüberziehen in CleanMine Pro und dann wird man gefragt, wo möchtest du die Datei speichern? Natürlich wieder nur Profiles. Dann taucht hier oben das Fenster auf mit New Dat-Files und dort ist das dann hinterlegt. Und jetzt kommt schon die erste Gemeinheit. Die Datei heißt BBC-ROM, der Ordner heißt BBC-ROM, aber das Profil heißt Archon, BBC Micro-ROM. Warum auch immer das so ist. Es ist notwendig zu wissen, dass die Dinge nicht so heißen, wie sie den Anschein haben. Hier sieht man das drin: Software List Description, Archon BBC Micro-ROMs. Das ist im Endeffekt der Titel, der sich hier in dem Profilnamen widerspiegelt. Das kann in der Anfangszeit zu Verwirrungen und Fallstricken führen. Das ist völlig okay. Das, was man jetzt macht, ein Doppelklick drauf und man sagt dann hier No Settings Found. Ist völlig okay, haben wir ja noch nie was mitgemacht. Wir sagen Default. Warum sagen wir Default? Naja, es ist das Erste. Es gibt nichts, was wir updaten könnten. Und Default CleanMine Pro, warum sollten wir die Default-Sachen nehmen, wenn wir doch eine Liste haben mit den Default-Settings? Oder wir sagen, nee, ich bin mir hier zu unsicher und gehe wieder zurück zu dem Profiler und wähle ein neues Profil aus. Oder beziehungsweise ein anderes Profil. Wir sagen Default. Und jetzt hat er die Information aus der XML-Datei für sich eingelesen. Und jetzt ist es das gleiche Spiel wie eben. Ich gehe auf die Settings, sage Add und jetzt muss ich den Ordner auswählen für die Softwarelist. Sage OK. Kann auch wieder Save Default sagen oder Save as Default. Aber wie gesagt, spätestens wenn man das so durchzieht, wie ich es privat tue, dass man immer eine neue Ordnerstruktur für jeweils das neue Release anlegt, ist das Makulatur. Und dann gehe ich auf Scanner und sage wieder New Scan. Und jetzt habe ich auf der linken Seite all die Dinge, die in der XML-Datei drin sind. Ja, es gibt 191 Sets. Es fehlen 4 MB von 10. Es ist ja schon ein bisschen was da. Aber auch hier, es gibt falsche Namen. Das scheint das Einzige zu sein, was er hier bei dem Set jetzt anzumerken hat. Man möge bedenken, ich habe jetzt auch wieder eine 204-Version des Softwarestandes auf eine Datei aus dem Softwarestand 206 losgelassen. Natürlich wird es dort wieder Änderungen geben. Auch hier beim zweiten Durchlauf, zum Anfang, zum Üben, sagt man einfach New Scan. Dann fängt er wieder bei vorne an. Und dann möchten Sie das Set rename. Ja, ich möchte. Möchten Sie das Set rename? Ja, ich möchte. Möchten Sie ein drittes Mal das Set rename? Ja, bitte alle. Folgenden. Und jetzt sagt er hier, er hat etwas gefunden, was er nicht mehr benötigt. Ja, er soll es weglöschen. Ja, er möchte jetzt etwas hinzufügen, was er in einem anderen Ordner schon gefunden hat. Ja, natürlich möchte ich das. Wir möchten ja ein so vollständig wie mögliches Set haben. Hier sagt er jetzt, wrong placed ROM. Das heißt, er sagt, okay, es gibt etwas, was da nicht hingehört, sondern es gehört woanders hin. Möchtest du, dass ich das für dich übernehme? Ja, natürlich möchte ich das. Hier auch. Do you want to remove the ROM? Yes, natürlich möchte ich das. Do you want to add a missing ROM? Moment, das hatten wir doch eben schon mal, dass er missing ROM-Sachen abgefragt. Also sagen wir jetzt einfach mal yes to all. Do you want to move the ROM? Das hatten wir doch eben auch schon mal, dass er etwas hatte, was nicht dahin gehört, wo es hin soll. Also sagen wir auch yes to all. Und hier auch, fix unneeded file. Das kommt jetzt auch schon zum dritten Mal. Ja, natürlich soll er das bitte bei allen anderen weiter ohne Nachfragen tun. Dann haben wir die Statistik. 8 Fehler davon, 3 davon, 3 davon. Er hat sie alle dann selbstständig gefixt. Auch hier, das, was hier alles drin steht, steht gleich auch in dem Logfile. Ich empfehle, diesen Logfile-Namen zu markieren, rauszukopieren. Den Speicherort auswählen, in dem Falle Desktop,
und speichern. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man unterschiedliche Malware-Versionen relativ zügig hintereinander weg hat, dann empfehle ich den folgenden Tipp, dass man vor diesen Versionen oder vor den eigentlichen Namen die Version schreibt, um die es geht. Da wir gerade in der aktuellen 206er-Version sind und nicht den Software-Stack berücksichtigen, welches von 204 war, sondern das File, wo es gegengecheckt worden ist, die 206 war, empfiehlt es sich hier die 206er vorzuschreiben und dann zu speichern. Ich habe jetzt in meinem Fall zwei Dateien auf dem Desktop von BBC. Wenn man reinschaut, das gleiche wie eben, alles sehr ausführlich und hier unten ist die Statistik eben auch von dem Scan und das, was es sonst dazu gibt. Kann man schließen, kann man sich wegsichern, kann man auf die Jagd gehen nach neuer Software. So, MAME ist immer noch erst bei 73%. Dann gehen wir doch mal hin und sagen, okay, ja, was ist denn jetzt? Ampere, du hast hier die 206, aber du hattest ja bei deinen Arcade-Updates hattest du 4, 5 und 6 und 7. Das heißt, wir können ja noch mindestens diese zwei Updates auf MAME loslassen. Naja, klar, das sollten wir schon tun. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir warten erstmal, bis der hier fertig ist. Nicht, dass es da zu größeren und kleineren Komplikationen kommen wird. Das, was funktioniert, ohne Probleme, ohne größere Probleme, ist, wenn ich jetzt schon mal hingehe und sage, okay, was habe ich denn in dem Ordner drin? Ah, das ist der gleiche Aufbau wie bei dem Ordner. Das heißt, ich habe die augenscheinlich von derselben Quelle aus dem Internet. Das ist schon mal gut, wenn man zuverlässige Quellen im Internet hat. Da kann ich ja schon mal hingehen und kann die Software-List verschieben, beziehungsweise wird kopieren. 622 Elemente. Und dann kann man das auch schon mal wieder umbenennen, dass man weiß, von welcher Version die sind. Ja. Dann wäre hier zum Beispiel auch BBC-ROM wieder drin. Können wir dann gleich als nächstes nochmal machen für das erste Update. Kurzer Hinweis, MAME ist so intelligent, dass in dem Moment, wo ich auf etwas Doppelklick drauf mache, er dann in dem angegebenen ROM-Ordner nach den Sachen sucht. Diese F5-Geschichte, die ich jetzt hier getan habe, das dient nur zu veranschaulichen, wie lange gewisse Dinge dauern, wenn man die internen offiziellen Sachen nutzt. Jetzt haben wir hier bei Available 155 Machines. Das können wir da ablesen. Jo. Alles, was ein rotes X hat, brauchen wir gar nicht doppelklicken. Bei Gelb gibt es Dinge, die fehlerhaft sind. Und bei dem Grau ist es okay. Bei dem Grünen, das ist ein Klon, der auch okay ist. Also bisher war bei dem Update 204, 5 bzw. 204 war noch nichts Vernünftiges dabei, was man mal anspielen könnte. So, jetzt haben wir die Situation. Ich habe eine neue MAME-Version und habe ein neues ROM-Update. Das heißt, wir hätten jetzt hier zur Auswahl das 205er-Update.
Das, was ich hin und her kopieren kann, weil es in der Regel nicht ganz so oft ersetzt wird wie die ROMs, das sind die CADs. Das heißt, ich kann hier aus dem Ordner die CADs nehmen und kopiere die ohne größere Probleme einfach in den Ordner, den ich angegeben habe, wo die CADs zu finden sein sollen. Das war's. Meine Empfehlung ist, sollte sich hier etwas erweisen, als ist schon vorhanden, einfach einmal umbenennen. Das können wir einfach mal demonstrieren. Wie Clearman im Pro da gleich darauf reagieren wird. Dann könnte man natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ja, ich kopiere einfach die ROMs darüber. Nein, dafür haben wir Clearman im Pro. Auf gar keinen Fall tun. Man kommt als Benutzer und als unwissender Benutzer zu leicht in die Versuchung, einfach mal zu klicken, ja, gibt schon und alles, was gefunden ist, ersetzen. Die Tatsache, dass man nicht zu 100% weiß, ob das hier Split-Sets sind oder Merged-Sets sind, könnte man sich, wenn man Pech hat, eine ganze Menge verhauen. Aber dafür haben wir ja Clearman Pro, dafür gibt es dieses Video, also wie tun wir das? In Clearman Pro gibt es die Möglichkeit des Rebuilders. Da wir jetzt wieder bei MAME sind, müssen wir natürlich wieder das MAME-Set reinladen für Clearman Pro. Schwupp, hat er wieder reingeladen. Settings, hat sich nichts geändert. Nur nochmal zur Erinnerung, wir haben den ROMs und den CAD. Wichtig, hier nochmal zur Erinnerung, gleich kommt auch, warum der ROMs als erstes und dann der CAD als zweites. Dann gibt es den Rebuilder, also der, der Dinge zusammenfügt, etwas neu aufbaut. Und hier ist es jetzt so, dass ich links die Quelle angebe und rechts das Ziel. Und normalerweise ist der erste ROM-Part, also der erste ROM-Zielpfad im Dateisystem angegeben. Und es wäre natürlich jetzt blöd, wenn ich mir das alles nur als alphabetisch an erster Stelle steht, alles in den CAD-Ordner reinhaue, wo es nicht hingehört. Daher ist die Empfehlung, immer erst den ROM-Pfad auszuwählen und dann den CAD-Pfad. Dann kann man auch mit einem ruhigen Gewissen auf Use First ROM Path klicken und dann würde es immer dahin kommen, wo es hin soll. So, das Ziel haben wir. Dann gehen wir hier links auf die Quelle und sagen, was ist denn meine Quelle? Meine Quelle ist der Oberordner. Nehmen wir den Oberordner. Clearman Pro kann mit Unterordnern umgehen, sehr qualifiziert, sehr gut. Und dann ist auch hier, wie schon am Anfang zu sehen, die Merge Options. Das sollte mit dem übereinstimmen, was man am Anfang ausgewählt hat, also Split Sets in meinem Falle. Bei den Options noch nie etwas geändert, war auch noch nie notwendig. Die Statistik zeigt, er macht einen Recompress Files, das heißt, Clearman Pro geht hin, wenn er was ersetzt und macht das dann neu, richtig, sodass MAME auch qualifiziert damit umgehen kann. Und es wird natürlich dann auch noch alles als ZIP-Datei. Systems ist dasselbe wie vorhin. Auch alles identisch, advanced, ignore files heißt, braucht man nicht. Ja, separate BIOS files, remove empty source folders, ja, kann man machen. Skip complete folder after one skip file, ja, das sind alles Dinge, die sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Backup, Backup, Backup. Wenn man hier etwas anklickt, was einen die Sachen weglöscht und man hat kein Backup, das wäre echt blöd. Es hat sich als praktikabel erwiesen, die Dinge, die man als Quellordner hat, so lange aufzuheben, bis man den Scan durchgeführt hat und dann sein MAME als sich weggesichert hat. Dann kann man auch diese Sachen löschen, die man benötigt hat, um sie zu rebuilden. So. Quelle haben wir. Ziel haben wir. Wir haben Split-Sets. Die Optionen sind alle so gleich geblieben, wie sie out of the box daherkommen. Dann klicken wir mal auf Rebuild. Er macht wieder Hashtables. Jetzt sieht man hier wunderbar, was er tut. Das geht recht schnell, aber so zur Erklärung, was er scannt, welche Datei er scannt und dann was Rebuild to. Das heißt, da hat er was gefunden, was er jetzt aus dem Quellordner in den Zielordner rüberbringt. Das kann jetzt ein komplett neues Set sein, das kann aber auch einfach nur eine einzelne ROM-Datei sein, die er in ein Set dazu packt. Hier sieht man dann Statistik, 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 nicht mehr und nicht weniger. Was er gemacht hat.
dann am Schluss auch wieder, es waren 691 Dateien in einem Quellverzeichnis drin, Entschuldigung. Und dann hat er die 1558. Wie kommt das hier zustande? Naja, hier schreibt er, er zählt nicht die Dateien, die zusätzlich in den ZIP-Dateien drin waren. Das ist die Anzahl der Dateien, die dann zusätzlich noch in den ZIP-Dateien drin waren. Also das und das sind eine ganze Menge Dateien, die er jetzt analysiert und gefixt hat, in Anführungszeichen. Das, was er festgestellt hat, es gibt 1392 Dateien, die sind identisch und 1314 Dateien hat er geskippt. Okay, soweit, so gut, so einfach. Das war der Rebuilder. Natürlich kann man jetzt weitergehen und kann sagen, Mensch, wir haben die 206er, warum haben wir die nicht gleich hinterher? Natürlich, empfiehlt sich sogar. Aber wichtig ist, nicht zu vergessen, von der kleinen Version zur hohen Version. Da wir in der MAME 206 sind, können wir selbstverständlich jetzt auch hier direkt den 206er-Ordner auswählen. Aber Moment, wir haben die CDs ja noch gar nicht kopiert. Ja, das macht nichts. Ich habe ja schon am Anfang mal erwähnt, dass Clement Pro entweder aufgrund meiner fehlerhaften Bedienung oder ganz generell irgendwelche Probleme mit CADs hat. Im Idealfall sollte er ja fragen mit den CADs, ob er das machen soll, beziehungsweise sollte er uns ja sagen, dass er das macht. Es hat sich hier nichts geändert, nur hier. Sagen wir mal Rebuild. Dasselbe Spiel, was hat er gefunden, was hat er created, was hat er geskippt. Das ist bei einer so hohen Anzahl von Dateien, die jetzt für dieses Demo fehlen, ist das noch uninteressant. Je näher man sich aber einem kompletten Set nähert, geht man auch schon mal die Zeit und das Risiko ein, 25 GB an ROM-Updates herunterzuladen, nur um eine einzelne Datei abgedatet zu bekommen. Auch hier wieder, was er scannt, von dem Quellpfad aus, wie die Datei heißt und wohin er sie im Quellpfad, im Zielpfad dann neu zusammengefügt hat. Die Tatsache, dass er auch mit Unterordnern klarkommt, heißt natürlich, dass er die Sachen, die in der Softwareliste drin steht, dass er die alles gibt. Die kann er nicht anwenden, weil wir ja nur sagen, er soll die von MAME nehmen, nicht von irgendeiner Softwarelist. Die Softwarelists, nur zur Erinnerung, müssten alle einzeln mit der Hash-Datei in ClearMAME Pro eingebunden werden und könnten dann verwendet werden als neue Quelle für ein Scan bezüglich der Softwarelisten. Sehr zeitaufwendig. Auch hier am Schluss wieder das Resultat. 1 Minute 52, völlig okay. So, und dann verlassen wir den Rebuilder. Einfach wieder oben durch das X. Und jetzt sollten wir, bevor wir einen neuen Scan machen, natürlich die CADs noch rüber kopieren. Wenn es denn welche gibt. Oh ja, da gab es eine ganze Menge. Die hat er nämlich nicht gefixt. Die sollte man dann immer händisch herüber kopieren. Sie fehlen hier. Kopieren wir es einmal drüber. Die CADs, wie man sieht, der Ordner ist ein bisschen größer mit den CADs. Die haben auch immer sehr, sehr spannende Namen. Da muss man auch das Lesen lernen, wie das Namensschema ist von gewissen Dateien, von gewissen CAD-Dateien. Es ist ganz generell nicht immer unbedingt von den Ordnernamen auf einen Spielernamen zu schließen. Es sei denn, man ist Entwickler und hat die Sachen selbst so gemacht. So. Und alles rüber kopiert. Dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt soll er nochmal suchen.
Nur zur Erinnerung. Er hatte. Nimmer zum Vergleich umbenennen. Jetzt kann man natürlich aus Erfahrung sagen, okay, wir wissen ja, was wir möchten. Und sagen wieder New Scan. Aha. Hier ist jetzt schon das erste CAD, was falsch platziert ist. Möchten wir es moven? Ja, wir möchten es moven. Und er kann es nicht moven. Wie wir eben oben gesehen haben, er kann die CADs nicht moven. Das ist dieser Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob es jetzt am fehlenden Kontext oder am falschen Benutzerkontext liegt, indem ich das Klima im Pro ausführe, ob es am möglichen Schreibschutz innerhalb der CAD-Ordnerstrukturen liegt. Leider Gottes habe ich noch keine Lösung dafür gefunden, weil die CADs zum Glück so einfach zu handeln sind, dass es nicht ein so großer Zeitaufwand ist, sie händisch umzubenennen und oder dann händisch zu verschieben. Ich werde mich mit dem nächsten Teil melden, wenn der Scan vorbei ist.